Jo, hallo YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, ich muss mal ganz schnell was hier vor die Kamera halten, weil mich das wirklich so ein bisschen aufgeregt hat. Das ist ja hier das Geschenk, der Gewinn vom Christian. Der hatte ja bei seinem Giveaway hier auch unter anderem das Victorinox Alox Pioneer verlost und das habe ich gewonnen. Und ich habe dieses Modell natürlich schon sehr, sehr häufig auf anderen YouTube-Kanälen bestaunt und bewundert und ja, war da also auch ganz heiß drauf und hätte es mir wahrscheinlich auch selber irgendwann mal gekauft. Und nun hatte ich eben das Glück, das zu gewinnen. Da freut man sich natürlich riesig. Und es ist ja auch so jetzt, Christian, wenn du zuguckst, dich trifft da in keinster Weise irgendeine Schuld. Aber Freunde, guckt euch mal an, wenn man das Messer hier jetzt mit der großen Klinge benutzt, und das ist ja wohl das Hauptwerkzeug eines Messers, ist ja wohl die Klinge, dann sieht das ja hier alles wunderbar aus. Wunderhübsch. Aber Moment, haben wir hier totalen Sonnenschein und einiges diffuses Licht besser, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Öse hier mit dem kleinen Schlüsselring oder was das sein soll hier dran, die ist völlig an einer verkehrten Stelle. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das hier vielleicht gar nicht dran setzen kann, weil dann das Ausklappen dieser anderen Werkzeuge nicht mehr möglich ist. Keine Ahnung. Aber ich habe mit dem Messer, ich habe das ausgepackt und dann habe ich damit einen Apfel geschnitten und ein bisschen hantiert. Und nach ein paar Minuten oder wenn nicht sogar Sekunden ist mir aufgefallen, dass beim Hantieren mit dem Messer hier diese Spitze sich total hier in meine Hände reindrückt. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt Bürohände. Und das hat mich nach ein paar Sekunden total genervt. Und jetzt stellt euch vor, ihr schnitzt mit dem Messer ein kleines Stückchen an und macht ein bisschen mehr mit. Ja, das geht überhaupt nicht. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich das Ding hier einfach flexe, hätte ich jetzt mal gesagt, oder vorsichtig wegfeile, weil ich verstehe auch noch nicht, dass das noch niemandem sonst aufgefallen ist. Mir ist es auch nicht aufgefallen bei den Gucken von anderen Videos hier, der Dennis und andere haben das ja auch schon zigmal vorgestellt. Und mir war immer klar, ein wunderschönes Messer. Aber wenn man das einmal, wenn man die Hauptklinge hier aufklappt und da einmal kurz mitarbeitet, dann muss doch jedem klar sein, dass das völliger Murks ist. Also Victorinox, was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, ihr merkt, ich bin so ein bisschen in Rage. Ja, vielleicht schreibt ihr mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet oder soll ich das jetzt hier wegflexen, wegfeilen, weil ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie, und ich glaube, Victorinox selber bezeichnet das ja auch noch als Werkzeug hier, ne? Gut, Freunde, so, ich will nicht so lange sabbeln, ich musste das mir eben loswerden, weil das hat mich wirklich genervt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt die Sonne. Moin!